ob Manta Manta, der bewegte Mann, kein Ohrhasen oder Kokowe. Til Schweiger hat in zahlreichen Filmproduktionen mitgewirkt und gehört zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Weniger bekannt ist seine Rolle im Wohndesign. Gemeinsam mit seinem Team hat er die Marke Barefoot entwickelt und ein Hotel, ein Restaurant und ein Schiff eingerichtet. Der nächste Schritt war es, ein ganzes Haus komplett mit Einrichtungen zu entwerfen, das Barefoot Home. Mit dem Unternehmen Schwörerhaus in Hohenstein-Oberstetten fand Til Schweiger einen Partner, der das komplette Projekt realisierte und das Haus auf seinem Musterhausgelände baute. Dort kann es jetzt besichtigt werden. Am heutigen Donnerstag war Til Schweiger dann auch persönlich zur Eröffnung gekommen. So sieht es aus, das neue Barefoot Home von Til Schweiger und Schwörerhaus. Eine Mischung aus amerikanischer Ostküste und skandinavischem Landhausstil. Auf dem ersten Blick fällt sehr amerikanisch die überdachte Veranda im Eingangsbereich auf. Weil es gibt im Sommer, regnet es ja oft, aber es ist noch warm. Und wenn die Veranda nicht überdacht ist, kannst du nicht auf der Terrasse sitzen. Und die meiste Zeit in Deutschland ist das Wetter ja nicht so prickelnd. Wenn du dann im Sommer schön, wenn es draußen regnet und du sitzt da überdacht und auf deiner Veranda, das ist mega romantisch. Das Wohnzimmer, Esszimmer und Küche zu einem einzigen großen Raum verschmelzen, ist mittlerweile Standard und auch hier umgesetzt. Außerdem ist im Erdgeschoss der Technikraum untergebracht und es bleibt immer noch Raum für einen großen Eingangsbereich mit Garderobe. Im Obergeschoss findet sich das Schlafzimmer, außerdem ein geräumiges Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Das Kinderzimmer, eingerichtet für zwei Kinder mit Etagenbett. Und ein weiteres Zimmer, das hier als Gästezimmer realisiert ist. Nicht zu vergessen die Balkone, die über die gesamte Hausbreite laufen. Das Wichtigste war, dass das Haus, dass man sich wohlfühlt in dem Haus, dass es unaufgeregt ist, sich nicht aufdrängt, dass man Naturmaterialien verwendet, Holz, Naturstein und eben gedeckte Farben. Also meine Farbwelt, die ich ja in dem Film schon vorgelebt habe. Also ich bin rundum happy mit dem Haus und sehr stolz. Sehr stolz zeigt man sich auch bei Schwörerhaus. Wann kommt schon ein Filmstar, um ein Haus zu designen? Und nicht nur der Schauspieler, auch der Schwörer-Geschäftsführer ist zufrieden. Ich mag es, finde es richtig gut. Also vor allen Dingen der wichtigste Qualitätskontrolleur, das war meine Familie. Die hat das nämlich am Wochenende angeguckt und ich bin draußen gestanden und habe gedacht, jetzt warte ich mal ab, was für eine Rückmeldung kommt. Und dann sind sie alle ganz begeistert wieder zurückgekommen und da habe ich gewusst, jawohl, da haben wir es gut gemacht. Zwar hatte Til Schweiger aus mehreren Gründen Zugeständnisse machen müssen, aber damit, so sagt er, sei er happy. Die Zusammenarbeit bewerten beide Seiten als positiv. Extrem konstruktiv. Also wir haben am Anfang ein bisschen Sorge gehabt, ob wir uns da überhaupt mit unseren technischen Themen durchsetzen konnten, weil es ja nachher auch immer wichtig ist, dass es technisch gut gelöst ist. Und da war aber hohes Verständnis und hohe Bereitschaft, da auch uns zuzuhören und zu gucken, wie man das Design mit der Technik verbinden kann. Wir haben uns ja extra auch für Schwörer entschieden. Wir haben uns ja mit mehreren Leuten getroffen, weil wir das Gefühl hatten, dass da eine gute Chemie ist. Ne? Und dass da ein Team ist, die Idee geil fanden und die genauso gebrannt haben wie wir. Das Haus ist jetzt im Schwörer Musterhauszentrum zu besichtigen. Das Unternehmen hofft, im Auftrag von Kunden auch bald weitere Häuser dieser Art bauen zu können. Wer selber so ein Barefoot Home bauen lassen will, sollte je nach Wünschen etwa 600.000 bis 800.000 Euro bezahlen.